Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Mein Name ist Klabu, jawohl. Wir haben die letztes Rennen ja richtig abgelost. Ah, so richtig. Sebastian Vettel führt jetzt mit 12 Punkten. Dann kommen wir. Dann Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Daniel Ricciardo und Romain Grosjean. Dann Jenson Button und Felipe Massa. Ja, wir gehen ab ins freie Training von Ungaroring. So, ab geht's. Alles so, wie es war. Einstellungen schließen. Ja, ich bin ziemlich gespannt, ob ich es diesmal denn ein sauberes Rennen hinbekomme. Ah, einmal hier Cappy ausziehen hier und drückt es so auf meinen Kopf durch. Ja, das geht gar nicht. Nö. So, komm. Mach ein Gas. Willkommen am Ungaroring, wo dieses Wochenende der große Preis von Ungarn stattfindet. Okay. Bevor wir uns mit dem Rennen befassen, sehen wir uns das heutige Training an, das jeden Moment beginnt. So, wir kommen langsam zum entscheidenden Teil der Saison. Nachdem wir schon die Hälfte hinter uns haben, wissen wir nun endlich, welche Teams die beste Performance hinlegen und welche Teams noch aufholen müssen. Im Moment liegt Sebastian Vettel mit Red Bull im Kampf um die Weltmeisterschaft vorn. Es ist wichtig, mit Red Bull, stimmt, ihm mit Ferrari zu erzielen, um den Druck auf die Verfolger aufrechtzuerhalten. Ein zentrales Gesprächsthema im Fahrerlager sind vor dem heutigen Rennen die Gerüchte, dass McLaren mit Valtteri Bottas über eine mögliche Anstellung in der nächsten Saison verhandelt. Könnte das tatsächlich passieren? Würde der Finne Williams verlassen, um dann bei McLaren in Woking an den Start zu gehen? In der Formel 1 weiß man sowas nie. Bottas ist einer der Shootingstars in diesem Sport. Sein Agent wird für ihn nach einem Team Ausschau halten, das ihm die Möglichkeit bietet, seinen ersten Weltmeistertitel zu gewinnen. Da war aber mal ein richtig derber Sprachfehler drin in dem Spiel, ne? Das muss man mal sagen. So, wir gehen natürlich ab ins Setup hier. Ne? So, Setup, ja, kennen wir alles. Mudi, hör auf, mir hier irgendwas zu erzählen. Wir müssen A drücken. So, und zwar sollen wir Frontanlage 10, 11 hinten, Flügel, jawolla. Oh, das war falsch. Dann das nächste, dann brauchen wir Differential. Vorne, Gaspedal, 80. Und off ist 60. Okay. Dann haben wir vorderen Radsturz, kommt wieder minus 3,5. Hinteren Radsturz minus 2. Vordere Spur 15. Und Spur hinten 50. Dann haben wir vordere Radaufhängung, soll 11 sein. Hinten 1, vorne. Vorne dann wieder 11 und hinten 1. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist halt so, ne? Dann 19 und hinten auch 19 und Ballast, oh. Und Ballast auf 6. Und da sind wir fertig. So, speichern. Das Ganze hätten wir gerne auf die 10. Strecke, ne? Bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Setup ist. Also der gute Mann ist eine 1.23.207 gefahren. Da bin ich gespannt, ob wir dagegen halten können. So. Die gewünschten Einstellungen werden wir übernehmen. Danke für die Information. Und hat er zwar nicht gesagt, aber wir sagen es jetzt einfach mal und wir gehen raus auf die Rausfahrt. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also jawohl. Nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Machen wir, Chef. Ja. Wir brauchen erstmal gucken, ob das Setup wirklich einigermaßen gut ist. Wie gesagt, ich bin immer noch auf legendär. Ich bin gespannt, wie es wird. Ungaro mit vollem Front- und Heckspoiler, also. Hier ist schon ganz schön was los. Auf der Strecke. Das hier ist eine Kurve, wo man voll raus. Dann voll rechts
Jetzt kommt da oben die Schikane. Die kann man eigentlich ziemlich schnell nehmen, aber das werde ich jetzt nicht probieren. Erst wenn wir hier wieder alleine sind. Und die Curbs hier kann man in 2015 auf jeden Fall viel besser nehmen. Ein bisschen hier den Maldonado mal ein bisschen schieben, würde ich mal sagen. Aber den Maldonado mal hier ein bisschen Panik machen. Und da verbremst er sich schon. Ja, dieses Wochenende ist endlich wieder Formel 1. Es wird auch Zeit. Der ist auf und dann gehen wir jetzt an dem Maldonado vorbei, glaube ich. So schnell die Kurve da vorhin, die kann man doch nicht so schnell nehmen wie in den anderen Teilen. Da konnte man so, wie kann man sagen, leicht bescheißen, die konnte man immer ziemlich schnell nehmen. Ja, das wissen wir. Die Kurve hat es wirklich in sich. Und wir sind Fünfter. Wir sind jetzt auf B5. Eine 1,24 jetzt schon hingeknallt. Lewis derzeit auf B2. Hier kommt es auf jeden Fall ziemlich drauf an, immer den Scheitelpunkt ziemlich genau zu erwischen, sonst hat man mega Probleme. Jetzt raus, 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 beschleunigen. Ja, wir hängen die aber alle gut ab, die da ein bisschen verbessern. Boah, was mache ich denn? Okay, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Wenn du uns die Einstellungen ändern lässt, aber dich damit nicht wohlfühlst, sag uns einfach Bescheid und wir machen das rückgängig. Du kannst Einstellungen, die du magst, auf deinem Tablet speichern oder einen der Standards nehmen, die das Team in den Simulationsdaten konfiguriert hat. Ja, alles klar. Das ist kein Qualifying, das ist noch Training. Schon wieder ein Sprachfehler drin. Problem ist, dass wir einfach noch keine Runde mal alleine fahren konnten. Und ich immer ziemlich viel mit vom Gas gehen muss. Während des Beschleunigens. Entschuldigung, Herr Quert.
wollte mir einen Wodka abholen. 5 Kilo Benzin im Tank, nur noch 5 Kilo. Da sieht man mal, wir können die so aus der Kurve heraus beschleunigen, wegziehen, wenn ich denn Platz habe. Also es geht auf jeden Fall noch eine ganze Ecke schneller. Dein Tempo ist durchgehend ein bisschen zu langsam, vor allem in Sektor 1. Okay. Sektor 1 ist das... Was ist das denn? Bin ich da aufs Grüne gekommen? Gerade absolut keine Ahnung, was es war. Okay, also man darf es hier diesmal nicht. Kriege ein leichtes Übersteuern bei schnellen Kurvenwechsel. Reifen sehen noch richtig gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier an dem Marussia schnell vorbeikommen und mal hier noch ein paar Runden fahren können vernünftig. Weil so langsam geht es wirklich um die Wurst. Ja, und ich darf jetzt hier auch nicht so viel rumaffen mehr auf den Strecken. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Zu spät gebremst. Da wieder übersteuert. So ein Scheiß. Ich gehe noch meine Box, mir noch mal Sprit holen und dann probieren wir das noch mal. Boxeneinfahrt üben. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mal Sprit. 1-2 Runden möchte ich auf jeden Fall noch mal fahren und dann sollte das reichen. Da mich immer noch so ein bisschen anpieselt, ist, dass das Performance-Problem in der Box immer noch nicht behoben haben. Also ist, bei mir war es am Anfang nicht ganz so schlimm, wo alle gemeckert haben. Aber es wird irgendwie, umso weiter man zu den Rennstrecken nach hinten kommt, umso schlimmer wird es. Keine Ahnung, was sie hier eingebaut haben, was einen die Frames so wegfrisst. Schon etwas komisch. Aber gut, was soll's. Ich bin gerade überlegen, ob wir gerade ein bisschen vorspulen, dass es die Strecke etwas leerer wird. Weil das ist echt schon extrem viel los. Warten wir einfach mal gerade ein bisschen und dann gehen wir nochmal raus. Wir sollten vielleicht auf eine Lücke warten. Aktuell sind viele Wagen draußen. Ja, ach, davon rede ich doch gerade. Hörst du mir denn nicht zu? Ich glaube, bei 10 Minuten ungefähr. Jetzt fängt es an. Naja, einer nur. Okay. Ja, jetzt geht's los. Also jetzt sollten die Leute so langsam... anfangen und in die Box gehen. Wir fahren ruhig mit denselben Pneus nochmal. Selben Pneus. Pneus. Da kommen nämlich nach und nach jetzt die Leute in die Box.
Maldonado. Du kannst dich gleich hinter mir einreihen. Ja, und mir hier nicht gleich auf den Piss gehen. Lewis ist Spitzenreiter, Platz 1. Sehr schön. Hier muss ich ziemlich früh bremsen, um hier ziemlich schnell aus der Schikane wieder rauszukommen. Also das... Oh, wieder! Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Zu früh Gas zu geben. So, jetzt haben wir nämlich mal ein bisschen Ruhe hier. Reifen und Bremsen sind zu heiß. Bitte etwas langsamer in den nächsten paar Kurven. Schnauze, keine Zeit. Wir jetzt gucken, was jetzt hier geht. Falscher Winkel. Fuck. Zu spät gebremst. Jetzt mache ich aber gerade alles falsch hier. Geht ja gar nicht, also. So ein Mist aber auch. Sektor 1, Alter. Jetzt aber. Ah, verbessert. Immer noch Sektor 1. Ich verstehe das mit Sektor 1 nicht so ganz. Dann fahre ich da oben durch die Schikane einfach zu langsam. Ja, aber das geht ja gar nicht, also... Zurück zur Box.
Wie viel fehlt mir denn da in Sektor 1? Systeminfo. Aber echt viel. Sektor 1 und Sektor 2 fällt Hamilton schneller. Was haben die denn für Reifen drauf? Kann man jetzt gar nicht sehen. Schade. Ja, damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2015. Das war das Training. Nicht sehr berauschend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wir fahren ja meistens, aber da kann man das sehen. Da zum Beispiel Ziel ist Sechster und der fährt auch mit P-Reifen und den haben wir geschafft. Also da haben wir sogar einen knappen Vorsprung nur. Naja, werden wir sehen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen bei der Qualifikation nach wieder. Und da werde ich versuchen, auf jeden Fall den ersten, weil wir müssen so langsam mal wieder einen Sieg einfahren. Sonst hängt der Vettel uns ja ab. So, bis dann, ciao, Leute.